Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Monat August für den Aszendenten Waage. Bevor wir gleich loslegen, am Anfang zwei wichtige Ankündigungen. Zum einen macht es Sinn, dass du deinen Aszendenten kennst, um dir das richtige Monatshoroskop anzuschauen. Dafür klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir berechnen kannst. Zum anderen möchte ich dich gleich am Anfang schon einladen auf die 42-tägige Selbsterkenntnisreise, die mein Mann und Kollege Gerhard Feiner und ich veranstalten. Warum? Naja, ich denke mal, etliche werden nicht in den Urlaub fahren in diesem Jahr bei all diesen Beschränkungen und Einschränkungen. Doch die innere Reise ist immer noch möglich. Und so wollen wir dich inspirieren anhand von verschiedenen täglichen Videos, meistens in Verbindung mit der indischen Astrologie, so dass du mehr über dich, das Leben, seinen Sinn und noch vieles andere erfahren kannst. Dazu wird jeden Tag ein Video veröffentlicht, seit dem 27. Juli bis zum 6. September in meinem Selbsterkenntniskanal oder auch im vedischen Astrologiekanal von Gerhard Feiner. Auch dazu findest du mehr Informationen unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Gut, doch jetzt lass uns starten. Lass uns mit deinem Monatshoroskop beginnen. Und auf deiner Himmelskarte sehe ich, dass bei dir im dritten Haus der Mondknoten Ketu zu finden ist. Der Mondknoten Ketu möchte etwas abschließen, möchte etwas vollenden. Und wo? In den Bereichen des dritten Hauses. Um was geht es beim dritten Haus? Naja, es kann zum einen etwas mit deinen Nachbarn zu tun haben, mit deinem näheren Umfeld, mit jüngeren Geschwistern. Das dritte Haus steht aber auch für deine Basisfertigkeiten. Vielleicht hast du hier etwas angefangen, noch nicht zu Ende gebracht. Das dritte Haus steht für deine privaten Interessen und Hobbys. Auch hier können offene Projekte abgeschlossen werden. Und das dritte Haus steht für alles, was mit Kommunikation, sei es verbal oder auch in schriftlicher Form, zu tun hat. Der Ketu steht des Weiteren für die Spiritualität. Das dritte Haus steht unter anderem auch für Schwierigkeiten. Und so kann es auch eine Zeit sein, wo du mit dem Spirituellen nicht so klarkommst oder wo du hier erst gewisse Hürden noch nehmen musst, bis du wieder mehr einen Zugang dazu gefunden hast. Im vierten Haus sehe ich bei dir die beiden großen Lehrer, die beiden großen Schicksalsplaneten, das ist zum einen der Jupiter und zum anderen der Saturn. Beide sind in diesem Monat rückläufig. Das bedeutet, Themen, die mit dem vierten Haus zu tun haben, die schon mal präsent waren, also nicht etwas Neues, sondern was schon da war, kommt erneut wieder aufs Tablett, möchte gesehen, möchte bearbeitet, möchte entwickelt, möchte verändert werden, je nachdem, was ansteht. Und was ist das vierte Haus? Für was steht das vierte Haus? Zum einen für dein Zuhause, es steht aber auch für Immobilien und Landbesitz, es steht für deine Mutter, es steht für dein inneres Wesen, deine wahren Wünsche und Bedürfnisse. Mit dem Saturn im vierten Haus kannst du jetzt zum Beispiel auch von zu Hause aus arbeiten. Ich meine, ich und mein Mann, wir machen das schon ganz, ganz lange, ja. Aber jetzt durch diese Krise, was war, plötzlich konnten ganz, ganz viele Menschen von zu Hause aus arbeiten und so ist ein anderes Bedürfnis dafür entstanden. Und vielleicht bist du auch immer noch davon beeinflusst oder gehörst zu denjenigen, die jetzt mehr von zu Hause aus arbeiten. Saturn im vierten Haus würde das bei dir unterstützen. Saturn im vierten Haus drückt jedoch auch aus, dass du ein Stück weit dich getrennt von deinen Gefühlen, dich getrennt von deinem Inneren empfindest. Und der Jupiter ist nicht sonderlich stark im Zeichen Steinbock.
So kann es auch einen Mangel an Erfüllung geben, einen Mangel an Glück, woraus eine gewisse Unzufriedenheit auf der emotionalen Ebene resultieren kann. Oder es kommen eben auch Themen, die mit der Mutter zu tun haben oder wo es die Mutter betrifft oder eben auch, wenn es um dein Zuhause geht oder um Immobilien, wo es hier nochmal etwas zu beleuchten gibt. Im siebten Haus sehe ich bei dir den Mars. Der Mars ist stark im Zeichen Widder. Das ist sein eigenes Zeichen. Wir haben in diesem Monat mehrere Planeten, die im eigenen Zeichen stehen und somit stark sind. Und der Mars zeigt jetzt an, wo du deine Energie investierst, in die Bereiche des siebten Hauses. Für was steht das siebte Haus? Für eine Selbstständigkeit, für Reisen, für das Leben im Ausland, aber auch für eine Beziehung. Und hier ist dein Fokus, hier möchtest du etwas einsetzen. Der Mars ist aber auch Mars und so kann er auch etwas zu viel Feuer in eine Partnerschaft bringen. Zu viel, ja, vielleicht auch, dass du dich zu sehr durchsetzen willst, zu sehr messen willst. Und das kann auch zu Auseinandersetzungen in der Beziehung führen. Doch wenn du das jetzt weißt, mit der Waage besitzt du ja normalerweise genügend Diplomatie und Feingefühl, dann gibst du diesen Energien nicht nach. Besser wäre, du begibst dich mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin auf gewisse Abenteuer, wo ihr euch beide begeistern könnt und dann kannst du den Mars auf eine positive Art und Weise ausleben, anstatt dass ihr euch zu sehr in die Haare bekommt. Und dieser starke Mars, wenn du selbstständig tätig bist, ist natürlich auch sehr, sehr gut jetzt in die Anwendung zu bringen. Du kannst willensstark vorgehen bezüglich deiner Selbstständigkeit. Du bist diszipliniert, du bist fokussiert und kannst dadurch auch deine Ziele besser umsetzen und erreichen. Im neunten Haus sehe ich bei dir den Mondknoten Rahu. Rahu erzeugt bei allem, was er berührt, einen gewissen Stress, eine gewisse Unzufriedenheit. Das neunte Haus steht für deinen Glauben, steht für deinen Lebenssinn, steht für deine Ideale und Werte. So wirst du ein Stück weit herausgefordert. Das, was für dich vielleicht noch Sinn gemacht hat vor ein paar Monaten, macht vielleicht für dich gar keinen Sinn mehr. Du musst deine Ideale, deine Werte neu überprüfen, vielleicht auch deinen Glauben neu überprüfen. Letztlich der Rahu verursacht diesen Stress, weil er dich dazu bringen möchte, dass du hier weitergehst und noch etwas dazu lernst. Es kann auch Stress für den Vater oder im Umgang mit dem Vater bedeuten. Und sowohl der Ketu im dritten Haus als auch der Rahu im neunten Haus werden dich noch eine ganze Weile begleiten. Das ist also nicht nur ein Thema für diesen Monat. In der ersten Woche gesellt sich die Venus zum Rahu mit dazu. Die Venus ist der Planet der Liebe. Das neunte Haus ist das Haus der Ehe. So kann auch im Bereich der Ehe oder im Bereich der Liebe, der Beziehung oder bei einem Mann mit der Partnerin ein gewisser Stress nun zum Tragen kommen. Oder du möchtest etwas unbedingt, unbedingt, funktioniert aber nicht so, denn der Rahu bringt auch zwanghaftes Verhalten hervor. Dann am 8. August wandert die Venus in das 10. Haus. Das ist für das 10. Haus, was für deinen Beruf steht oder für deine Karriere oder für deine größten Handlungen, falls du nicht mehr beruflich tätig bist, eine Zeit, wo du etwas tun solltest, was du liebst, womit es dir gut geht. Die Venus ist der Planet der Liebe, der Planet der Hingabe, der Planet der Freude. Oder auch Berufe sind jetzt gut für dich geeignet, wo du dich um andere kümmern kannst. Oder wenn du nicht mehr beruflich tätig bist, dann kannst du ja auch so dir Menschen suchen, die der Hilfe bedürfen und dann kümmerst du dich darum, dann schenkst du ihnen deine Liebe. Die Venus steht für alles, was mit Fürsorge zu tun hat, aber auch für alles, wo dein Herz ist, ja? Wo du es dir gut gehen lassen kannst. Und diese Venus möchte sich dann eben ab dem 8. August durch den Beruf
auswirken. Dann haben wir noch den Merkur. Der Merkur wandert sogar durch drei Zeichen in diesem Monat. Bis zum 5. August ist er im 10. Haus. Die meiste Zeit vom 6. bis 20. August ist er im 11. Haus. Und die letzten 11 Tage ist er im 12. Haus. Bei Merkur geht es darum, dass du dich informieren willst, dass du was lernen willst, dass du Wissen haben möchtest. Über was? Über die Bereiche des 11. Hauses. Worum geht's beim 11. Haus? Es geht um deine größten Ziele, deine größten Ambitionen, deine größten Wünsche. Und jetzt informierst du dich dazu, weil bevor du dir ein großes Ziel erfüllen kannst, brauchst du ja erstmal Informationen, anhand derer du dann Entscheidungen treffen kannst oder wo du dann Schritte hast, die du umsetzen kannst. Das 11. Haus steht für deine größten Ziele und der Merkur steht für Investition und Spekulation. Und so kann eines deiner großen Ziele nun etwas mit Investitionen zu tun haben. Die Sonne ist ebenfalls darin in diesem 11. Haus bis zum 22. August und so kann es sein, dass du jetzt Ziele hast, wo du in deine Karriere, in deinen Beruf, in dein Ansehen investieren möchtest oder wo es darum geht, durch deine Karriere zu einem höheren Einkommen zu kommen, mehr Gewinne damit zu erzielen. Oder du möchtest deine Talente und Fertigkeiten noch stärker einbauen in deine Karriere. Das 11. Haus steht auch für Titel und Abschlüsse. Und so kannst du auch, indem du etwas lernst oder einen Titel erwirbst, beruflich natürlich vorwärts kommen. In den letzten 11 Tagen befindet sich der Merkur dann im 12. Haus. Das ist jetzt keine gute Zeit mehr zum Investieren, denn der Merkur steht für Investitionen. Das 12. Haus steht für Ausgaben und Verluste und für, Ausgaben, Kosten und Verluste oder auch für Isolation. Und wenn du investieren möchtest, dann höchstens in Dinge, die langfristiger Natur sind, die auf das Alter oder die Rente ausgerichtet sind, denn das sind auch die Bedeutungen des 12. Hauses. Das 12. Haus steht für deine Spiritualität, steht für Meditation. Hier in diesen Bereichen kannst du auch dir Wissen aneignen, kannst du etwas lernen, möchtest du etwas erfahren. Oder auch dich mit Freunden gemeinsam deiner spirituellen Entwicklung jetzt widmen. Oder dich mit Freunden zusammen in eine Art Rückzug begeben in den letzten 11 Tagen, wenn schon keine große Reise möglich ist. Das ist ja jetzt aktuell nicht mehr so einfach. Dann kannst du auch in deiner Nähe dich mit Freunden zum Beispiel eine Hütte einmieten. Oder ihr macht selber etwas aus untereinander und trefft euch zusammen. Und zieht euch für ein paar Tage zurück, widmet euch auch am besten spirituellen Themen, die werden ebenfalls durch das 12. Haus dargestellt. Dann haben wir noch die Sonne und die ist fast die ganze Zeit, also bis 22. August im 11. Haus. Dort steht die Sonne sehr gut. Du kannst jetzt mit beruflichen Zielen vorwärts kommen, mit Dingen, die mit Ansehen zu tun haben. Du kannst eine gewisse Wertschätzung erfahren von der Gesellschaft, denn die Sonne steht dort gut im eigenen Zeichen. Es kann auch gut sein für deine Einkünfte, auch wenn du selbstständig bist. Merkur steht ja auch für die Selbstständigkeit und er ist auch vom 6. bis 20. August darin zu finden. Und ja, du kannst auch Inspirationen jetzt haben bezüglich deiner größten Ziele und Ambitionen. Ebenso kannst du führende Aufgaben übernehmen im Rahmen einer Gruppe unter Gleichgesinnten oder in Vereinen. Gut, jetzt sind wir am Ende deines Monatshoroskops angekommen, so möchte ich dich noch einmal herzlich einladen. Nimm teil an der 42-tägigen Selbsterkenntnisreise, diese ist völlig frei für dich. Mehr Informationen dazu findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung oder schau einfach in meinen Selbsterkenntniskanal, wo jeden Tag ein Video dazu veröffentlicht wird, oder in den vedischen Astrologiekanal von meinem Ehemann und Kollegen Gerhard Feiner. In diesem Sinne, alles Liebe und habe einen guten Monat.